Hallo Lieben, wir stehen hier wieder zwischen Wohnmobilen. Ja, endlich füllen sich die Höfe der Händler wieder. Gott sei Dank. Ja, wir sind hier bei RS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. Und schauen uns für euch heute mal wieder was ganz Besonderes an. Und wenn ihr Lust habt, dann seid dabei. Was ist das hier für ein Geschoss? Ich glaube, jeder Mensch muss ja so Träume haben im Leben, ne? Ja. So. Und ich glaube, ich habe meinen Traum im Leben gefunden. Ehrlich? Ja. Es ist so furchtbar. Ich fühle mich so wohl hier drin. Das ist voll toll. Ich möchte heute nicht schon tausendmal wieder sagen, voll toll, aber es ist einfach meine Marke. Ich weiß nicht warum, ich mag die Marke. Aber, Frau Alfter, bitte jetzt hier nicht wieder ein Stundenvideo. Das weiß ich noch nicht. Ich will doch alles zeigen. Wir gucken mal. Legen wir los. Also, was ich schon mal als erstes richtig, richtig cool finde, ist dieses Riesen-Heki. Das ist größer als 50-70, ne? Ja, das ist riesig. Und zwar haben wir da ein Plissier dran und ein Fliegengitter. Und es ist auch noch die Kurbelvariante. Was mir auch schon auffällt? Der ganze Himmel ist mit Stoff bezogen, ne? Ich glaube, die Seiten auch, wenn ich da hinten alles schaue. Alles ist mit Stoff bezogen hier. So, jetzt gucken wir erstmal in dieses Wahnsinnsbett und dafür komme ich einfach mal runter, weil ich die Heckansicht, also das Kopfteil, finde ich total schön. Mit diesem weißen Kunstleder bezogen, schön hinterleuchtet. Viele sagen jetzt, okay, Le Vosgeur ist vielleicht ein bisschen holzlastig. Ich mag holzlastig. Ich finde dieses Holz, es ist immer dieses Angeflammte, ne? Ja. Das gefällt mir richtig gut. Das haben wir jetzt schon in noch einem Le Vosgeur gesehen. Ich glaube, in dem einen nicht. Ist egal. Auf jeden Fall mag ich auch dieses Holz. Aber wie gesagt, wir haben alle einen anderen Geschmack. Mir persönlich gefällt das riesig. So. Bevor ich euch jetzt die Einzelheiten im Bettbereich zeigen möchte, möchte ich euch als erstes mal was von hier vorne zeigen, weil dann brauche ich gleich nicht hinten aufs Bett klettern. Ja. Wir haben Einzelbetten und wir haben einen total schönen Platz hier in der Mitte, den man entweder als Ablagefläche nutzen kann, wo ich jetzt gerade dran denken muss, wir haben einen Bekannten, der zum Beispiel zum Schlafen eine Schlafmaske hat und nie weiß, wo der dieses Gerät hinstellen soll. Ne? Da hätte man Platz für so eine Schlafmaske. Oder man stellt ein Hundekörbchen hin und lässt es da. Was man aber auch machen kann, und die Schalter sitzen nämlich auch hier nochmal. Dauert leider ein bisschen. Es regnet draußen. Es regnet nicht nur. Es gewittert. So. Dann macht ihr euch daraus einfach ein großes Bett. Das ist auch irgendwie pfiffig. Haben wir aber schon mal gehabt, ne? Ja, da arbeiten die sehr gerne mit. Und die könnt ihr so zur Seite schieben. Und ich glaube, da gibt es noch irgendwo in diesem Auto versteckt ein Mittelteil. Oder ihr nehmt es einfach so als Queensbett, wo man halt nicht drum rumlaufen kann. So, jetzt machen wir das wieder zurück. Was jetzt? Es donnert da draußen, hört ihr das? Ich habe so Angst bei Gewitter. Das regnet jetzt. Aber das Schöne ist, draußen regnet es. Ohne Ende, ist gewittert, aber es ist schön hier drin. Zieh mal eben bitte das Rollo oben zu. Ich würde mal gerne gucken, wie das Licht im Dunkeln hier aussieht. Ja, jetzt Leute, jetzt guckt euch das an. Also das ist doch echt der Burner, ne? Das ist voll schön. Ich hoffe, ihr könnt das gut verstehen durch den Regen. Aber das sieht echt geil aus. Das ist toll, ne? Ja. Ja. Dann fangen wir an hier jetzt. So, jetzt fangen wir mal an. Und zwar fangen wir mal mit den Schränken an. Da komm ich gut dran. Hier schön mit so einem Holzvorsprung, überall ringsherum sitzen Spots drin. Mhm. Wir haben ganz schöne Schränke. Warte, ich bin nicht bei dir. Auch da sieht man noch mal den Stoff da hinten. Ne? Ja, diesen Hochglanz, ne? Ja, der so. Ja, nee, das ist kein Hochglanzweiß. Ja. Das ist Glanzweiß, aber nicht Hochglanzweiß. Scharniere sehen auch lustig aus. Ja. Und überall wirklich eine anständige Lippe davor. Wir haben keinen Softclose durch die Scharniere. Ihr müsst das also richtig zumachen. Und dann verriegeln. Und so. Verriegeln. Genau, dafür haben wir auf der anderen Seite auch nochmal drei. Die sind identisch. Der ist ein bisschen kleiner. Ja, wegen dem Fernseher hier, ne? Ja. Oder sitzt auch schon was drin?
Ja, hier bin ich bei der Elektrik wieder überfordert. Ich kann dir das sagen, es steht nämlich da drauf. Es ist eine 4-Kanal-Soundbox. Oh, okay. So, jetzt klettere ich mal nach hier hinten. Hier haben wir nämlich auch noch mal 2 Schränke. Hier ist ein bisschen Elektrik drin verbaut, deswegen ist der ein bisschen kleiner. Dann... Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt zuerst hinführen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich da dran kommen soll. Ah, da sind noch mal... Leselampen, ja. Hier an- und ausschaltbar. Da sind keine USBs dran. Hier sitzt der Schalter auch noch mal, um das Bett zusammenzufahren. Falls ihr vielleicht schon liegt und sagt, oh Schatz, ich möchte doch zu dir rüber, können dann nämlich da auch noch mal drauf drücken. Ich würde den bei dir auf jeden Fall erstmal schon mal totlegen. Auf deiner Seite nur. Und da fragt ihr euch, warum wir Einzelbetten haben. So, hier hinten sitzen Lichtschalter. Und zwar sind das keine Lichtschalter, die man umschalten muss, sondern man muss nur einmal so drauf drücken. Tick. Da ist vorne irgendwas ausgegangen. Tick. Ja. Die Ambiente hier am Kopfteil. Tick. Oben. Die Spots. Ja. Das sieht auch schön aus, wenn die Spots aus sind und die Ambiente. Also hinten schon schön beleuchtet. Voll schön. Ist das Limba? Ja, alles ja. Ist Limba. Super. Jetzt muss ich es aber auch erst wieder hell machen, sonst habt ihr Flackern im Video. Ja. Also alles Limba. Alles Limba. Schön. So, hier, der hat natürlich auch einen Schalter für sein Bett. Ja, der würde funktionieren dann. Der hat auch noch eine Leselampe, auch ohne USB. Fensterchen. Finde ich super schön. Ja. Aufstellbar. Fliegengitter. Plissi. Warum ist das Fenster jetzt hier, mehr im Fußbereich, anstatt hinten an meinem Kopf? Weiß ich jetzt nicht. Also finde ich ein bisschen komisch. Ich hätte mir das Fenster gerne weiter hinten gewünscht. Also da ungefähr, so mittig. Hm? Ja. Hat vielleicht eine Bewandtnis? Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir die Bewandtnis aus. So, was ich aber schon mal sagen kann, Levojayeur kommt ja aus dem Hause Pilot und ich entschuldige mich jetzt schon mal an der Stelle, dass ich es nicht richtig ausspreche. Ich kann es nicht. Ja, ich weiß nicht warum, es will mir einfach nicht über die Lippen gehen. Da wir im Hause Pilot sind, haben wir die... Ach so, du bist wieder da, okay, die magnetische Stange. Die magnetische Gardinenstange und wir haben auch Ösenschalz, dass wenn die einem nicht gefallen, dass man die zügig austauschen kann. Die grauen Vorhänge passen. Oh, die sind auch dick. Ah, das ist so ein Samt. Oh, das ist Samt. Das fühlt sich gut an. Das ist schön. Ja. Hier haben wir dann die Soundanlage. Ja. Ist das Denat? Ich kann das nicht lesen. Ja, ich glaube ja. Hier haben wir Doppel-USB. Was auch super ist, Doppel-USB und hier ein Ablagefach. Ja. Das heißt, ihr könnt abends euer Handy hier drauflegen und da laden. Das hat der andere leider nicht. Darf weil der andere einen Fernseher hat. Genau. Hier hinten ist schon die Fernsehvorbereitung, 12 Volt und der Satellitenanschluss. Auch hier ist eine Box. Hier ist nochmal so ein Kabelschacht, wo man was durchlegen kann. Nochmal hier haben wir nochmal Lichtschalter. Ah, der hier unten. Hier unten ist auch noch was. Tack, ja. Tack. Ja. Und die sind für die Spots. Also von jeder Seite zu bedienen. Oh, guck mal, Fußbeleuchtung. Nachtbeleuchtung, ja. Gut. Super. Der Fernseher ist hier, ne? Ja, den kann man rausziehen, ja. Schön in die Mitte. Richtig, das geht ja. Das ist super. Jetzt möchte ich einmal nach dem Lattenrost gucken. Boah. Da. Okay, da ist jetzt die Elektrik mit. Ja. Da ist der Motor. Hier ist der Motor, der die ganze Geschichte steuert. Ja. Und wir Kopfteil können auch noch das Kopfteil aufstellen. Ist auch cool. Hier hinten seht ihr das da vor Kopf, da ist überall Belüftung. Ja, ist eine alte Heizung in dem Fahrzeug hier. Also eine alte Wasserheizung, keine Luftheizung. Gut, gucken wir hier nochmal schnell runter, da wird sich... Ah, da ist noch eine Leiter. Mhm. Okidoki. Hier unten, Frau. Schränkchen. Wohin? Erstmal da, geh mal da, mach mal ein Schränkchen. Ich wollte mal gucken, ob ich hier was mitmachen kann. Nein, nee, das ist fest. Kannst du nicht. Man muss ja alles testen. So, hier kann ich schon mal sagen, die Ambiente-Beleuchtung gefällt mir auch sehr gut. Ich mag ja Ambiente. Wir haben hier sehr große Schubladen. Die haben dann wiederum Soft-Close. Oben dasselbe. Oben dasselbe. Andere Seite das gleiche, denke ich mal. Einmal. Hier, was ich so ein bisschen witzig finde, die haben sie von Pilot. Und dann haben die aber hier noch mal so einen, die haben einen Doppelgriff. Ja, das ist dann Moveo. Okay, so. Dann haben wir hier noch ganz viel Elektrik. Blindstopfen.
Hier haben wir eine 230 Volt Steckdose, hier die 12 Volt, hier die Bedienung für die alte Warmwasserheizung. Nee, ne? Ich glaube, das ist das die alte oder die Klima? Egal, wissen wir nicht. Kann auch Warmwasser sein, ja, also Heizung sein. Und was ist das? Ich weiß nicht. Ich neige ja immer dazu. Also seid nicht böse, so viel Elektrik hier. Das ist irgendein Warner, das könnte so ein Gaswarner oder sowas sein. Okay. Vielleicht. 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 Wir sind ja nicht allwissend. So, mir fehlt ja noch mein Schuhschrank. Den hätte ich wahrscheinlich hier schön geordnet. Cool. Was haben wir noch hier drunter? Gar nichts. Ah! Das ist der Frischwassertank. Weil so, also ihr merkt, wir gucken uns Autos auch nicht vorher an. Wir gucken uns die erst mit euch an, dass wir den Überraschungseffekt dann auch haben. Also haben wir schon mal einen Tank gefunden. Und auf dem Tank lagern meine Schuhe. Was ist das hier? Das ist eine Tür. Wie geht das raus? Zack. Zack. Das ist mein Auto. Ich kenne mich hier schon voll gut aus. Geht nur nicht. Geht wohl. Boah, die ist aber schalldicht, du. Ja. Ja, man hört dich ja wegen dem Mikrofon. Ach so, man hört mich wegen dem Mikrofon. Aber das ist eine richtige Tür, ne? Ja, und dann macht ihr das einfach wieder. Zack, da drin. Wo ich mich dran gewöhnen muss, wir stehen da jetzt hier. Und hier ist schon das Badezimmer, also mitten im Fahrzeug hier irgendwie. Das finde ich aber nicht schlimm. Wir haben genug Fahrzeug. Okay. Das ist schon krass. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Kleiderschränken. Und zwar haben wir einmal hier oben einen Schrank. Mhm. Ihr könnt das rausnehmen. Und dann habt ihr oben eine Hängestange. Mhm. Und könnt ein paar Sachen hinhängen. Wenn man das nicht möchte, dann kann man hier einfach stapeln. Was ich ganz pfiffig gelöst finde. Und jetzt müssen wir einmal nach oben. Hier jede Menge Spots sind hier oben. Ja. Und die haben die auch weitergeführt bis in den Kleiderschrank rein. Mhm. Du bist abgelenkt. Ja, das ist ein bisschen ungewohnt für mich hier. Bis in den Kleiderschrank, damit man auch Beleuchtung im Kleiderschrank hat. Hier sitzen übrigens nochmal die Schalter, wo ich gerade drauf gedrückt habe. So, was haben wir hier? Nochmal ein Riesenschrank. Auch wieder mit einer Hängestange, wo man sich überlegen kann. Hier. Cool. Auch ein Licht. Super. Ja. Wo man sich überlegen kann, ob man den Hängeschrank oder den Stapelschrank haben möchte. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Hier unten in der Stufe. Die haben wir schon gezeigt. Hast du schon gezeigt? Haben wir schon noch eine AUAC-Beleuchtung. Ja, dann würde ich sagen, jetzt stehen wir mitten im Bad, dann machen wir auch mitten im Bad, ne? Jo. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben einen schönen Spiegel, hier mit so weiß abgesetzt. Und wenn man hier unten... Klick, klick. Guck mal, alles voller Lippen. Alles voller Lippen. Da freut man sich was doch schon. Was ich auch cool finde, guck mal, der schräg. Das heißt, hier ist mehr Platz wie da. Finde ich auch gut. Das ist schon sehr schön. Ja. Da haben wir zumindest schon mal keine Steckdose sitzen. Aber hier unten. Ja. 230 und wir haben sogar hier eine 12 Volt. Was ich natürlich wahnsinnig schick finde, ist die Geschichte mit dem Wasserhahn. Ja, der hängt hier einfach aus der Wand raus. Hier haben wir euren Mischhebel. Hier könnt ihr die Seife hinstellen. Das ist Metall. Der nicht. Vielleicht bin ich nur einfach zu blöd dafür. Guck mal, Kling. So, hier könnt ihr eure Seife hinstellen. Die kann sogar stehen bleiben, weil man da mit einer Zweifachreling gearbeitet hat. Wir haben ein süßes Waschbecken, das finde ich tadellos. Wir haben meinen Lieblingsstopfen, den finde ich auch gut. Hier haben wir noch Lichtschalter sitzen. Und zwar einmal für die Spots hier, das finde ich auch gut gelöst. Dann gehen nur die aus und die zwei überm Spiegel bleiben an. Die kann man... Dusche. Das ist Licht in der Dusche, da kommen wir gleich zu. Und das sind die zwei einzelnen Spots da oben. Also ist echt merkwürdig. Voll, nein, ich finde es nicht merkwürdig, ich finde es voll schön. Ja, hier oben, das ist eine Blende, weil da ja euer Waschbecken sitzt. Hier haben wir noch eine Schublade, die auch asymmetrisch ist. Aber wir haben Softclose. So, da unten drunter befindet sich nur noch ein Schlitz von der Alderheizung. Und wo wir gerade hier unten sitzen, schaut mal, wie schön der Boden ist. Den finde ich auch super. Das ist ein Kleckchen. Mach mal auf. Abwassertank. Abwassertank. Auch der ist da. Hier ist natürlich alles im dunklen Boden. Wir sind in einem Liner, ne? Genau. Und wo wir auch schon bei Liner sind, ne? Ihr fragt ja immer, ist der Winter fest? Ist der Winter tauglich?
Das ist definitiv ein Wohnmobil, wo man Wintercamping mitmachen kann. Der hat einen durchgehenden doppelten Boden. Ja. Der hat die alte Warmwasserheizung. Ne? Mhm. Also das ist wirklich für Wintercamping gemacht. Jetzt machen wir Mona. Das ist eine Dusche, ne? Wir meckern ja immer, die Duschen sind zu klein und zu eng. Nein, das ist sie nicht. Wir haben eine schöne 40 x 40 Dachluke da oben. Da seht ihr mal, wie schön es draußen regnet und wie grau der Himmel ist. Mhm. Heute Morgen bin ich aufgestanden und plötzlich war Herbst. Was wir hier haben, ist auch meine herzallerliebste Duschstange für Handtücher aufzuhängen. Wir haben hier aber auch noch mal so ein Dingel. So ein Wäscheding, ne? Ja, da kann man auch. Also ich will nicht sagen, aber jetzt fängt es an zu hageln da draußen. Ja, müssen wir durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Duschapatur. So. Genau. Die ist nicht FS Plastik, guck mal, die ist richtig, da ist irgendwas anders. Also das ist, das Schwarz ist dahinter und dann ist diese klare Kunststoffscheibe davor. Das sieht ein bisschen edler aus, finde ich, ne? Ja. Dann haben wir hier noch ein kleines Regal, was ich auch sehr süß finde, mit einer Reling davor. Und hier unten kann man noch mal ein Handtuch aufhängen. Jetzt guck dir das mal an, wie groß das ist. Ja, was ich auch sehr schön finde, sie hat ja eine sehr eigenwillige Form. Mhm. Wir haben einen großen Abfluss in der Mitte, aber dass die dafür ein Brett gemacht haben. Finde ich gut. Das finde ich auch schön. Ja, jetzt gucken wir einmal hier nach der Türe. Sie ist da oben verriegelt. Ich bin so klein heute. Nicht nur heute. So. Ja, also das ist eine Dusche. Ja? Ja, man braucht nicht viel Falten. Das ist magnetisch hier vorne. Also das ist schon. Das ist wirklich eine Dusche. Tippitoppi quasi. So, jetzt haben wir uns Zähne geputzt, wir haben geduscht. Jetzt müssen wir auch mal auf Klöchen, ne? Und das gibt's in einer separaten Tür. Eine anständige Tür mit einer Türklinke. Hochglanzweiß mit so Chromnähten drin. Schon ganz schick. Dann eine pfiffige Sache, die mag ich ja auch immer wieder. Oh, jetzt donnert's auch noch. Also ich hoffe, ihr könnt uns hören. Ich mag das unheimlich, wenn der Bereich so abgetrennt werden kann. Das haben wir hier natürlich auch. Jetzt hat man das da mal ganz gut gesehen. Hier ist dieser Schnapper. Ja. Genau. Und dann geht man da ran und jetzt guck mal. Zack, hat der sich den geholt. Ja. Aber jetzt will ich noch mal eben was gucken. Wir machen jetzt noch mal hier zu. Aber ich muss da, glaube ich, rein. Ich muss mit rein. Wir stehen jetzt schräg, deswegen hält es hier nicht so. Warte mal, ich halte es mal fest. Wir machen das mal zu. Das hält nicht so. Aber jetzt guckt euch mal, was das hier für ein Badezimmer ist. Das ist krass, ne? Das ist der Burner. Gefällt dir, ne? Cool. So, hier haben wir schon mal zwei Haken hängen. Das ist schon mal eine sehr pfiffige Sache. Mag ich. Dann haben wir die Toilette, die Setford. Und hört mal. Keramik. Keramik. Natürlich nicht drehbar. Hier sitzt der Knopf zum Spülen. Da sind noch mal ein paar Heizungsausströmer von der Alde. Hier haben wir ein Toilettenbürstchen sitzen. Schön in Schwarz, was ja auch zu dem Rest passt. Toilettenrollenhalter. Toilettenrollenhalter. Handtuchhalter. Licht für die drei Spots oben. Was ich jetzt aber ein bisschen komisch finde, also warum ist hier so ein großer Bereich hier unten, wo nichts ist? Da hätte man doch noch was machen können, oder? Was soll man denn da hin machen? Auf der Hälfte noch mal ein kleines Regal für Deko. Ein Deko? Habt ihr es gehört? Mein Mann möchte ein Dekoregal haben. Nein, aber guckt euch mal. Nee, nicht aber, du hast es gesagt. Du hast es gesagt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, guck doch mal, das ist eine riesige schwarze Wand. Da hätte, ja, hätte man noch mal auf der Hälfte hätte man noch ein schönes Regal mit dem Holzmann kommt in der Reling vor für Deko, oder? Ja. Dann kannst du nämlich einen Gewürzgarten anbauen. Ein Gewürzgarten in der Toilette oder was? Ja. Stimmt, habe ich aber recht, ne? Das ist wie so eine Art Tafel hier. Vielleicht kann man da auch was Schönes mit Kreidestift draufmalen. Kennst du hier so shabby chic, diese Kreidefarbe? Ja. Da kannst du dir was draufmalen. Kann ich auch draufschreiben. Ja, wir haben hier aber ein schönes Ablagefach, wo man sich vielleicht noch eine schöne Grünpflanze hinstellen kann. Und oder so. Ein Alibert, ne? Ja, da gucken wir auch noch mal flott rein. Ah, hier, das ist die Befüllung von der Alde. Ja. Ich kann euch auch sagen, wo der Schlauch zum Befüllen sitzt, weil den habe ich nämlich auch gesehen, den habe ich aber gar nicht erwähnt. Der sitzt da hinten im Schrank. Könnt ihr das da oben sehen? Da ist dieses Ventil und da kann man die Alde befüllen. Boah, jetzt staunt's aber. Ja, du bist wieder schlau, ne? Hier oben haben wir eine schöne Reling vor. Und hier haben wir nochmal einen Schrank. Ein Riesenschrank. Mit drei Lippen. Super. Alles super. Ja. Toll.
Ah, guck mal, die Schränke haben Soft-Close. Schau mal. Ach so, ich habe die Dachluke. 40 mal 40, da ist komischerweise dann, und auch im Badezimmer habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt, ist die Bügelvariante dann wieder. Und hier haben wir die Klimaanlage sitzen. Ja, dafür schließe ich die Türe vielleicht mal. Klack. Hier oben sitzt die Dometic-Klimaanlage. Wenn man die vielleicht nicht hätte haben wollen, hätte man da noch eine Dachluke gehabt. Ja, warum läuft ja da eine und da eine, ne? Wir haben jede Menge Dachluken. Ja. Gehen wir mal nach vorne. Und nun sind wir vorne. Ja. Geht dann schon sofort hier eine Decke weiter mit dem Deckenlüfter. Jo. Oh, die mag ich. Die magst du? Ja, wir sind ja auch noch am Überlegen, ob wir sowas brauchen. Ja. Das ist cool. Das ist schon cool, ne? Der sitzt in der Küche. Das ist ganz geil, wenn man kocht und dann so der Dunst, der Kochdunst. Hat der nicht auch noch eine? Nein, hat er nicht. Hat er nicht, okay. Was aber auch ganz schön ist, man kann das trotzdem verdunkeln, trotz dass der Ventilator hier drin hängt. Mhm. Und man kann die Luke auch noch öffnen. Das ist schon ganz gut. Ach, ein Fliegengitter hat er bestimmt auch. Den Fliegengitter hat er nicht. Gut. Das ist da oben schon drin. So, ja. Aber du hast ja jetzt an Schränke hier. Ja, fangen wir erstmal an. Und das, da merkt man auch, dass die aus dem Hause Pilot kommen. Mhm. Pilot zimmert nicht einfach irgendwelche Schränke an die Wand. Und das macht Levogeur auch nicht. Sondern die schließen das hier oben immer mit Holz ab. Das wirst du bei denen überall finden. Das sieht schick aus. Ja, und in diesem Holz haben die Süßen noch ein paar ganz kleine Spittlein reingesetzt. Die sind auch niedlich. Also die Küche sieht schon gut aus. Man hat noch genug Schneidefläche hier vorne. Ja. Na? Gucken wir erstmal oben. So, wir haben zwei Schränke. Völlig ausreichend. Auch hier oben mit einer Lippe, unten mit einer Lippe. Auch hier im Schrank sieht man das. Die ganzen Wände sind, ja. Wände da bezogen. Jetzt kommt wieder ein Highlight. Und zwar, da sind wir wieder bei den Franzosen. Das Gewürzregal. Das darf nie fehlen. Das ist hier, was ich auch schön finde, ist auch hier ist die schwarze Rückwand. Mhm. Da könnte man vielleicht ein Pflänzchen reinstellen und mit Kreidefarbe was draufmalen. Ja. Das finde ich schön. Deko. Und auch mit der Reling. Dann... Ich glaube, jetzt habe ich ihn schon offen. Nee, ich muss ihn aufmachen. So. Da-da. Apothekerschrank. Auch hier 1, 2, 3 mal Lippe. Cool. Für Gewürze vielleicht. Ja. Unten drunter habe ich noch eine Funktionsleiste gesehen, wo die Häkchen dann eben verstellbar sind. Ja. Ja. Hier hinten, oh, das ist aber weit weg. 2,30. War das eine? Und 12 Volt. Hier sieht man auch wieder so Lüftungsschlitze. Was ist das für ein Pinorek hier? Das weiß ich noch nicht. Den habe ich noch nicht rausgefunden, wofür dieser Pinorek da ist. Hm. Fenster mit Plissee und Fliegengitter. Natürlich aufstellbar. Die ganze Wand schön verkleidet. Hm, das finde ich auch gut. Ja. Hier macht man die Spots hier unten drunter. 3 Stück an der Zahl. Macht man an und aus. Herd. Den kennst du? Den kenne ich. Das ist nämlich unser Herd. Natürlich mit einer elektrischen Zündung. Wir haben eine normale Flamme und wir haben so eine, was ist das, 5 kW oder was? Keine Ahnung. 7 kW? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und da kann man das so drehen und dann kann man die nämlich trotzdem abmachen. Das mag ich auch. Du magst deinen neuen Grill, ne? Ja. Deinen neuen Herd, ne? Und was ich auch sagen muss, der ist unheimlich pflegeleicht, wenn euch mal was überkocht. Ich spreche da aus Erfahrung. Der Wasserhahn ist hier mittig im Fahrzeug? Da weiß ich auch, dass da jetzt Kommentare kommen werden, dass der stört. Hm. Es ist aber nicht anders machbar, weil wenn das Waschbecken hier hinten wäre, dann stört der Schrank. Ja. Ja? Wäre der Herd hier, wird der Schrank ganz stören. Ist das wieder die besagte Kröte? Das ist die Kröte. Oder eine der Kröten, die man schlucken muss bei jedem Fahrzeug? Wir haben hier schon 2. Hm. Gleich kommt noch was, was du als Kröte empfindest. Okay. Ich finde ihn hier schick. Schick. Aber er stört vielleicht. Ja. Hier drunter, unter dem, das soll ein Schneidebrettchen sein, verbirgt sich das Spülbecken. Aber tief, ne? Klein, aber tief. Klein, aber tief. Ja, aber hier muss ich sagen, die ist schwer. Ja. Oh ja. Oh, die ist richtig schwer, ne? Im Linerbereich, da ist eigentlich schlimm. Arbeitsfläche ist genügend da. Ja, was mir jetzt nicht so gefällt, weiß, aber ne? Das ist auch, weiß, das ist alles Geschmackssache. Genau. Ich würde niemals eine weiße Arbeitsplatte haben wollen. Hier muss ich mal fragen, ob Pilot auch Mika, ob Levogeur auch Mika vom Pilot verbauen kann. Hier haben wir eine wahnsinnig große Glasscheibe. Hm. Nein, das ist Plastik. Das sah echt aus wie Glas. Das ist Plastik. Das ist Glas. Das ist kein Glas. Nein.
Ich sage das Glas, du sagst das Plastik. Egal. Das Plastikglas. Aber wahnsinnig hoch. Und ich finde das schön, dass das hier so abgerundet ist. Das ist natürlich, wenn euch hier mal was auskippt, dass das nicht direkt hier vorne auf die Polster scheppert. Das finde ich auch ganz gut. Rechts und links und oben haben wir eine wunderschöne ambiente Beleuchtung in der Küche, die mir gut gefällt. Noch ein Apothekerschrank. Trennung unten noch mal Fächer. Das geht aber weit raus, da muss ich mal weggehen. Das ist alles verstellbar, ne? Guck mal. Ja. Tada. Das ist alles verstellbar. Unten kann man sich das alles zurechtschrauben, wie man das möchte. Ja. Oder rausschrauben, wenn man es gar nicht möchte. Voll schön. Cool. Wir stehen total schräg hier. Ja, wir stehen richtig. Ich stehe auch schon die ganze Zeit so irgendwie, ne? Ach, so. Ach, nochmal. Oh. Hier, da könnt ihr euch alles verschieben. Guck mal, wie groß die ist. Ja, das kann man sich alles individualisieren. Ja, wie ihr das haben möchtet. So, die haben Softclose, aber das... Zu schräg. Wir stehen zu schräg. Oh, guck mal, sie macht es trotzdem. Ja. Das gute Softclose. Überall. Mein Gott. Na, jetzt muss ich aber noch einen Besteckkasten finden. Hier. Ja, die kannst du dir alle schieben, wie du das möchtest. Das ist eine gute Sache. Mach oben auf. Tada! Das ist ja wohl ein Besteckkasten, da kannst du gar nicht nörgeln. Nee. Der ganze Bereich hier. Der ganze Bereich. Voll toll. Was wir auch noch haben, hier... Ich habe hier schon mal die Gasabspähne. Okay. Ja, die sind da sichtbar verbaut. Was hier hast du da? An der Schublade sitzt die Bedienung für eure Aldeheizung. Schön versteckt, ne? Ja, also ist das die alte Heizung und da hinten das, was wir als erstes gesagt haben, war dann doch die Klimaanlage. Ich denke, ja. Oder vielleicht da hinten auch nochmal eine Bedienung. Schreibt mal in den Kommentaren, wenn ihr es wisst. Oh. Da sieht man den doppelten Boden. Und hier ist nochmal ein Riesenfach. Das ist schon... Ja, ich mach gleich weiter. Hier ist noch eins. Noch ein Fach. Okay. Ja. So, und wo wir einmal hier unten sind... Hier verbirgt sich doch bestimmt auch irgendwas. Ah, das ist ein Abmachbrett. Ein Abmachbrett? Ein Abmachbrett. Das kommt da wieder zum Vorschein. Zack. Oh. Elektrik. Oh, da sind wir völlig raus. Oh, ich glaube, hier ist Lithium verbaut. Und ein Wechselrichter und was weiß ich was alles. Bin ich raus, Leute, bin ich raus. Uff. Ist auch im Sitzen wunderschön hier. So. Andere Seite. Hier oben haben wir auch abgeschlossen mit so einem Brett. Wir haben auch noch mal zwei Spots. Wir haben hier einen schönen Schrank. Hier ist keine Lippe davor, weder unten noch oben. Das wäre ein Körbchenschrank oder ein Lebensmittelvorratsschrank, wenn die Schubladen da unten nicht reichen. Wenn die nicht reichen, okay. Die haben Softclose. Kühlschrank. Ja, wir haben den Dometic-Kühlschrank. Ich habe ihn jetzt mal gestartet. Da sieht man das schön. Er ist ein AES-Kühlschrank. Er steht auf A wie Automatik. Einfach nur so lassen und der rennt von ganz alleine. Zack. Eisfach. Kennbar. Bitte. Ist unser Kühlschrank, nur nicht der ist von beiden Seiten zu öffnen. Also da wäre ich jetzt auch enttäuscht gewesen, wenn er das nicht hätte machen können. Drei Ablagefächer mit einer super Reling davor. Die Schublade, die man hier einstellen kann für die Belüftung. Und drei Fächer in der Türe. Zack, man muss die eine Seite erst richtig schließen, damit die andere Seite sich öffnen lässt. Das ist cool. Haben wir die andere Seite? Was ist da? Ich guck mal. Was ist Suchen noch die. Ist das Spiegel? Wie geht das auf? Das ist Glas. Oh, das ist noch. Hier kann man Gläser reinhängen. Und da oben hat man noch ein Fach mit der Lippe und zwei Spots und eine richtige Glasscheibe. Also das ist kein Plexiglas oder so, das ist richtig Glas. Den Schrank fand ich lustig, weil ich gedacht habe, wie geht denn dieser Schrank auf? Oben und nach unten ziehen? Zack. Nee, du ziehst nur nach unten und er geht automatisch nach oben. Aber den Fenster finde ich ein bisschen klein. Den finde ich auch ein bisschen klein. Ne? Ich hätte gern einen größeren, aber das passt hier. Also hier so ein Mikro bisschen hat man noch. Das finde ich nicht so schön. Aber das Regal finde ich schön dafür. Die Luke meinst du? Die Luke. So, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir wieder so eine schwarze Wand. Hier haben wir einen Lichtschalter, wo ich noch nicht so genau rausgefunden habe. Das ist oben hier, das ist die Dingsbeleuchtung. Da. Aha, du bist sehr aufmerksam. Ja, sicher. Dann haben wir hier so ein lustiges Ding und das zeige ich euch jetzt einfach mal mit dem Handy meines Mannes. Zack, und es lädt.
Soll ich dein Handy ein bisschen laden lassen? Ja, lass mal liegen. Ich lasse es mal da liegen. Vergiss es aber nachher nicht. Nein. Dann haben wir hier noch einen schönen Griff zum Einsteigen mit so Kunstleder bezogen. Zweimal USB. Das ist jetzt die ambiente Beleuchtung im vorderen Bereich. Ja. Und die Spots im vorderen Bereich. Dann gucken wir mal hier. Sitzt nämlich auch noch ein Schränkle. Hier oben mit einer Lippe, in der Mitte eine Lippe und keine Lippe. Ja. Oh, der Schrank hat auch Softclose. Da kann man auch nicht. Das dauert ja eine halbe Stunde. Ja. Dann. Was machen wir weiter? Die Türe. Die Türe, okay. Die Türe finde ich wunderschön. Super breit. Weil das meine Türe ist. Nein, die ist super breit. Ja, sie ist super breit, aber ich mag diese Verriegelung. Die Verriegelung magst du. Abgeschlossen, aufgeschlossen. Hängt natürlich mit an der ZV. Fenster. Durch diese breite Tür haben wir natürlich auch jetzt ein breites Plissé. Ja, dann haben wir hier unten eine Tasche, die habe ich nicht, die hätte ich aber auch gerne. Dann ist das schön mit Leder abgesteppt und hier sieht man 2021 40 Jahre Le Voyageur. So lange gibt es die schon. Was ich auch ganz gut finde, ist, mit dem Dämpfer wird die hier oben gehalten. Das heißt, eure Türe schlägt auch nicht auf. Den Rest zeigen wir euch gleich, wenn wir draußen sind, wenn es irgendwann mal wieder aufhört zu regnen. Hier oben haben wir noch ein Fachsitzen. Hier ist eine Box davor. Hier unten haben wir noch einen Spot. Ich nehme das jetzt mal vorweg. Hier neben der Türe sitzt der Heizungsfühler. Da. Optimal. Ja, einer. Ich denke mal, der wird auch mehrere haben. Ich habe nur den einen gesehen. Ja. Wir haben hier oben ein Fach und wenn ich das öffne, halte ich mal für 5 Minuten die Klappe. Ach, jetzt bin ich wieder dran. Leute, ich mache mal Licht aus. Hier ist die Bedienung von Le Voyageur. Die ist im Prinzip richtig, richtig komplex, aber eigentlich trotzdem relativ einfach, ne? Weil alles sehr gut mit Bildern beschrieben ist. Ne? Hier schalte ich das komplette Gerät an, hier mache ich das Radio an, hier kann ich die USB-Steckdosen aktivieren. Dann kann ich die Alde nochmal drüber steuern, dann kann ich Lichtkreise steuern, Wasserpumpe anschalten. Also alles nochmal komplett extern, dass man das nochmal bedienen kann. Wir haben eine Außentemperatur drin, wir haben eine Innentemperatur drin. Wir haben also wirklich alles, was das Herz begehrt, hier in diesem kleinen Teil. Hier sehe ich schon, ist eine Fiamma verbaut, das heißt eine elektrische, ne? Markise. Ah. Auch hier innen. Hier ist die Umschaltung von der Duo Control, die ist auch da. Ist also wirklich schön. Ja. Schön, muss ich sagen. Ich finde das auch schön, wenn das so versteckt ist, da oben in dem Kasten drin. Richtig, dass mir jetzt nicht so auffällt, ne? Also darüber macht ihr, wie gesagt, alles an. Ne? Und wie Mona gerade schon sagte, hier ist der Heizungsfühler und die Bedienung der Alde war ja unten im Küchenschrank. Ja. Ja. Was haben wir denn hier jetzt? Den Sitzbereich. Schaut mal. Hier ist wieder so ein riesen Lukenteil. Oh. Ich komme mal zu dir. Haben wir alle Klappen im Boden aufgemacht? Ja, ja haben wir. Ja. Das Riesenfenster hast du schon angesprochen. Das bringt hier wahnsinnig Licht in die Hütte. Natürlich ist das auch mit einem Plissé und einem Fliegengitter. Und die Kurbelvariante. Die Kurbelvariante wieder. Ich finde das wahnsinnig schön super in dieses schön Holz eingefasst. Ja. Jede Menge Spots hier drumherum. Richtig. Die kleinen Spots da oben, die kleinen Spots hier in dem Holz. Hier habt ihr nochmal Spots, die sich verschieben lassen. Mhm. Dann vorne sind noch mal kleine Spots. Also ich kann euch sagen, an Licht mangelt es euch nicht. Genau, und ihr habt jetzt schon gesehen, dieser Liner hier oder vollintegrierte hat kein Hubbett vorne. Ja. Ein reines Zwei-Personen-Fahrzeug. Ja. Ne? Also da, also für zwei Personen ist das hier Tanzsaal. Nee, der hat Hubtisch Ilse, mein Engel. Okay, dann kann man hier unten noch ein Notbett bauen. Genau, wenn die Ilse an Bord ist, kann man eigentlich immer hier unten bauen. Obwohl ich mich dann auch frage, viele von euch wollen das ja gerne, so viele Schränke hier. Ne? Was will ich da alles reinpacken? Ich meine, Mona kriegt das voll. Das ist gar kein Problem. Bei der Tonnenzahl würde ich hier ran voll kriegen, das sage ich dir. So, komm, wir legen los. Wir haben hier oben einen Die brauchst du nur alle einmal aufmachen. Also das sind alle Schränke, 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 Schränke. Hier sind nur noch Schränke. Ne? Also Schränke. So, jetzt musst du den wieder zumachen, sonst kriegst du die anderen nicht auf. Dann mache ich erstmal die auf. Guckt euch das an. Also wer braucht hier so viele Schränke? Warte, jetzt muss ich die zwei wieder schließen. Hier oben sehe ich schon, ist die Satellitenanlage verbaut. Also Schränke en masse. Oh. Ne? Schränke en masse. Also, wir halten mal kurz fest. Wir haben Schränke en masse. Ja. Wir haben Licht en masse. Wir haben schöne große Fenster. Mhm.
Und ich habe jetzt auch schon mit vielen von euch ja gesprochen und die sagen, die wollen das so. Die wollen kein Hubbett, die wollen diese Schränke haben. Ne? Also wir sind alle unterschiedlich. Ne? Wenn ich würde die Schränke nicht, auch nehmen. Du willst, ich weiß, du willst die Schränke auch nehmen. Mhm. Ja. Ja, hier unten, das hat ja hier dieses Vier-Kanal-Soundsystem verbaut, haben wir hier auch nochmal Boxen. Lautsprecher. Hier haben wir noch eine Leselampe. Hier drüber macht man die aus und an, keine USB-Steckdosen. Dann haben wir hier nochmal ein schönes Fenster, auch hier mit der magnetischen Gardinenstange. Ja, das ist natürlich geil, ne? Plissi, das ist natürlich Fliegengitter. Toll. Hier hinter der Bank sieht man auch nochmal die Lüftungsschlitze da. Mhm. Auf der anderen Seite habt ihr auch nochmal ein Schiebefenster hier. Ach, das ist aber auch für ein Schiebefenster recht groß, ne? Ja, das ist riesig, ja. Hier sieht man schon hinter, das verstecken die ja immer ganz gut, die Franzosen, ein Anschnallgurt. Also hier kann man noch einen Fahrsitz bauen. Genau. Hier auch? Ja, da können auch nochmal ein Fahrsitz gebaut werden, also auf dieser Bank und auf dieser Bank. Ja, die Bänke, da muss ich sagen, schön, face to face, keine Frage. Farbe ist auch schön, also gefällt mir. Ja, wir sind ja auch eher die braun-beige-Typen, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte mir in dem Auto Größe? Graue gewünscht. Graue? Grau. Ne, wir haben die schönen grauen Vorhänge, wir haben schwarz und weiß. Hm. Da hätte ich mir jetzt eigentlich fast was Graues gewünscht. Da sind wir beide auseinander. Ich finde diese Farbe toll. Ja, wir sagen ja immer, es ist alles Geschmackssache und auch bei uns, wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Ja. Warte mal, lass uns nochmal zuziehen hier. Ich möchte einmal nochmal hier die Beleuchtung, ob die ein bisschen besser rüberkommt. Also ist, wie gesagt, echt schick beleuchtet, ne? Hm. Der ganze Bereich. Was ich ganz schön finde, ist, das ist ja alles so hellweiß, sagt man das? Mhm. Hellweiß, kaltweiß. Kaltweiß. Und das da oben ist warmweiß. Aber ihr könnt ja alles dimmen hier drin. Ja. Man kann also wirklich das Licht so machen, wie man möchte. Die Ilse hat schon erklärt. Die Ilse, genau, die Ilse ist ein Hubtisch, den man runter und wieder hoch machen kann. Mona ist da immer ein bisschen zu dumm zu. Ach, ich bin da nicht zu dumm für. Ja, mach doch mal den Fuß. Du hast heute so dicke, klobige Schuhe an. Tritt doch mal auf den die Nippel. Die sind neu, die findest du schön, ne? Tritt doch mal auf den Nippel. Ich wollte mal zeigen, man kann den auch ausklappen. Seht ihr? Dann hat man einen großen Tisch, so würden wir den wahrscheinlich lassen. Da muss ich erstmal lösen hier. Ich hatten wir gerade schon gesagt, Hubtisch Ilse. Und hier die Stange, hoppala, da geht das schon los. Die Stange zieht man raus, dann können wir den nämlich aufklappen, weil das ein Schmetterlingstisch ist. Dann hat man einen schönen großen Tisch. Man kann den nach da verschieben, man kann den nach hier verschieben, man kann den nach da verschieben. Nee. Drehen nicht? Drehen kann ich den nicht, nee. Nein. Doch, ja sicher. Guck mal, der geht in alle Richtungen, wollte ich da meinen. Guck dir das mal an, was ihr mit dem Tisch machen könnt. Den haben wir nämlich auch. Ich finde das toll. Okay, ich nehme alles zurück. Bei einem Schmetterlingstisch müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr den zusammenklappt, dass euch nicht die Finger da drin quetscht. Ja. So, mach mal die Ilse nochmal mit dem Hubtisch. Ach, ich bin immer... Oh, Ilse, dreht doch nur so da drauf. Ilse da drauf, geht so schwer. Guck mal, ganz einfach. Oh, die Ilse ist leicht. So, wir machen den jetzt mal runter, den Fahrersitz, sind elektrisch schön verstellbar, damit wir das anpassen können von Fahrsituation nach Wohnen. Hier hinten in der Ecke sehe ich gerade noch einen Feuerlöscher verbaut. Und bei dir in der Ecke ist Nothammer. Hier ist der Nothammer. Auch sehe ich gerade, haben wir hier noch ein Fach. Ja, hier ist noch ein schönes Fächlein. Das ist auch alles mit Leder bezogen. Das ist ein Signature oder Signatur. Ja. Schönes Fenster zum Öffnen. Oh, das geht aber leicht. Oh. So, Mona ist unten. Mona ist unten. Wir sind hier auf Iveco aufgebaut. Oder habe ich gar keine Ahnung von? Ja, ich auch nicht so. Ich sage euch jetzt einfach mal, was ich sehe. Ich habe ein Lederlenkrad mit Multifunktion, auch so ein Dreispeichenlenkrad. Ne? Mhm. Dann habe ich hier mein schöne Tacho. Instrumente. Ja, finde ich auch sehr schön. In der Mitte mit so einem Bordcomputer drin. Ne? Mhm. Das ist ganz schön. Mhm. Dann habe ich hier einen Getränkehalter. Der hat, glaube ich, eine Webasto-Standheizung. Und zwar ist da die Bedienung dafür. Genau. Ach, guck mal, ganz so viel weiß ich. Also, ich kann dir schon mal sagen, er hat eine elektrische Parkbremse. Ja, hier. Ja. Wir haben ein Automatik hier verbaut. Iveco-Automatik. Ich bin auch nicht so richtig mit, I don't know, was das ist. Leute, nicht irgendwelche Schalter drücken, nachher rollen wir hier nach vorne. Schreibt es mal in den Kommentaren, ob ihr wisst, was das ist. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, Cockpit gefällt mir gut. Ja.
Es ist aber natürlich auch wahnsinnig wuchtig. Hier habt ihr eure ganzen Schaltungen. Auch man hat eine City-Lenkung. Ach, du mit deiner City-Lenkung. Traction Control, Bergabfahrhilfe, ja. Das kenne ich alles. Das finde ich jetzt ein bisschen klein und F. Ne? Da könnte man bestimmt was Größeres draufbauen. Aber da fährt ihr da die Rückfahrkamera. Kamera. Also was ich auch jetzt hier gesehen habe, hast du das gesehen? Ja. Wir haben keine Außenspiegel mehr. Wir haben hier Monitore wie in den neuen LKWs. Ja. Und ich muss erst mal gucken, was zeigt er mir denn alles an? Also das obere Bild ist wirklich nach hinten. Und was ist das untere Bild? Was zeigt er da an? Ist das der Totwinkelspiegel? Ja, ja, das sind die Autos, die da stehen. Da muss man sich aber erstmal richtig dran gewöhnen, wa? Ja, das ist der Totwinkelspiegel. Ja. Und das, da siehst du noch ganz leicht, ja, den Aufbau. Das Seitenteil, ja, da, ne? Ja, ja. Gucken wir mal bei dir. Das ist dasselbe. Hey, das ist lustig. Hä? Findest du das lustig? Ja, das ist total witzig. Aber da muss man sich dran gewöhnen. Müssen die LKW-Fahrer auch, die das fahren jetzt? Ja, das man stimmt. Sieht total viele LKWs damit. Das ist alles super schön bezogen hier. Hier sind noch ein paar Hochdünner verbaut. Ich kann es nicht aussprechen, ich weiß nicht, was da steht. Aber hier steht was. Schön eingestickt. Hier haben wir noch mal ein kleines Fächlein. Getränkehalter. Hier unten haben wir auch noch einfach. Ja, das ist alles hier so. Ja, das oh, schon, aber, schau das mal. Das ist alles Iveco, ne? Ja, schau mal. Hier vorne hat man auch Ambientebeleuchtung sitzen. Mhm. Und ich habe hier auch so ein dickes Fach. Wo ich aber so ein Fach, auch mit dem schönen Schriftzug. Mhm. Hier. Und was ist das für ein Schalter? Ich weiß nicht. 102. Achso, Positionsbutton. Okay. Wenn ihr es wisst, schreibt in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Aber hier auch Dinge. Ja. Hier hinten versteckt in der Ecke ist noch mal eine Doppel-USB-Steckdose, mhm, und eine 230-Volt-Steckdose. Und Dicke ist dir gar nicht aufgefallen. Du hast Dicke, hast du jetzt Dicke, ja, zu mir gesagt? Du hast ja gar keine Tür. Jo, ich habe auch keine Tür. Okay, hier hat keiner eine Türe. Aber dafür habe ich auch so ein lustiges Schiebefenster. Ja. Und wo wir dann auch mal direkt sind, ist bei der Fahrerhausverdunklung. Hier. Ja. Ist ein Plissi drin. Oh, ich habe noch was gesehen. Was hast du noch freue ich mich auch so. Ich finde die Dinger immer so lustig. Wenn er den Straßenverkehr nicht mehr mitkriegt. Oh, hier gehen die nicht weit genug nach unten. Du musst den Sitz ja wieder höher machen. Nee, doch nicht. Nee. Geht nicht. Hast recht. Hast recht. Ah, normalerweise bei Aquarien kann man die immer bis ganz nach unten ziehen. Dann denke ich mir, weißt du, wenn du auf den Verkehr keinen Bock hast, guckst du einfach nicht mehr hin. Aber es kann sein, das ist ja auch elektrisch. Ja, genau. Ja, das kann man einmal verriegeln hier. Ja? Ja, das schaltet ihr auch. Das ist dasselbe. Aber kann es sein, dass ich das hier vorne auch irgendwo schalten kann? Was? Das Rollo? Oder kann ich es nur hinten am Tablet schalten? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, noch eine Wegversperre oder irgendwie sowas. Hier bin ich schon echt ein bisschen überfordert. Ich bin ja eigentlich gut bewandt, aber gerade in diesem Fahrzeug hier auf Iveco sind mir jetzt momentan ein bisschen die Hände gebunden. Ne, das sind alle nur Lichtschalter. Okay, ich guck mal nochmal hier. Hier war das Rollo ja definitiv fahrbar, meine ich. Ja, so geht's runter. Und das kann man, wie gesagt, nur bedienen, wenn die Zündung aus ist. Damit es während der Fahrt nicht runter machst. Ja. Falls du auch trotzdem den Verkehr nicht sehen willst. Auf jeden Fall ist das stufenlos verstellbar. Und cool. Ja, was wir, glaube ich, nicht gesagt haben, hier neben der Rückfahrkamera habt ihr hier nochmal zwei USB-Steckdosen. Mhm. Einmal da, einmal da. Mhm. Das gibt es da auch noch. Was ist da nochmal ein Schalter oder was ist das? Der macht auch irgendwas. Wissen wir leider auch nicht. Man kann ja auch nicht alles wissen. Ne? Nee, also ich meine, ganz ehrlich, hier ist so viel Elektronik drin. Was ich aber weiß, wir haben hier keinen Fahrerhausteppich. Nein? Nein. Nein. Dieser schöne aber das ist Fußboden. Ja auch eigentlich Wohnraum jetzt hier schon mit im ja, Prinzip. Ne? Dieser schöne Boden, der geht bis hier ja vorne durch. So, was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte einmal unter die Bänke schauen, ja, um zu gucken. Also wir haben ja jetzt schon Abwasser- und Frischwassertank gefunden. Was verbirgt sich denn dann unter den Betten? Unter den Bänken. Ich weiß nicht, wir schauen mal drunter. Auf der rechten Seite haben wir hier den Fahrsitz, den man hier rausklappen kann. Ja, ein schöner Agouti-Sitz. Mhm.
Auch farblich abgestimmt, ne? Ja. Und was auch immer sehr lustig ist, schaut mal hier, die Polster rutschen euch nicht weg, weil die mit so einem fetten Reißverschluss gehalten werden. Ja. Das Oberpolster wird mit den kleinen Haken hier verriegelt. Auf der linken Seite habt ihr genau dasselbe. Hier kommt auch noch ein Fahrsitz zum Vorschein. Oh, die Ilse ist los. Ilse und Mona. Aber wenn man den... Also Ilse und ich stehen auf Kriegsfuß. Wenn man das da nicht nutzt, dann hat man da noch Staufläche. Ja, aber Staufläche hat man ja genug. Und die Polster könnt ihr auch so offen stehen lassen. Jetzt mal Ilse nochmal runter. Guck mal. Und zwar sind auch da so Scharniere. Ja. Wie die Schrankscharniere, ne? Liebling, was ist hier? Eine Gurtpeitsche. Das habe ich gelernt. Draußen hier bei dem kleinen Auto. Ja, wir haben uns schon mal ein bisschen herbsttauglich angezogen, ne? Ja. So, wir fangen wie immer hier vorne an der Beifahrerseite an. Hier sieht man schon mal, dass er keine herkömmlichen Außenspiegel mehr hat, sondern wirklich nur noch so ein Kamerasystem, ne? Mhm. Das kommt ja jetzt immer mehr. Die Brummifahrer haben auch keine LKW-Spiegel mehr. Es ist halt hier auch so, ne? Ja. So, dann gucken wir mal hier. Hier haben wir den Gaskasten sitzen. Ja, hier ist eine Crashdämpfer verbaut, eine Duomatik verbaut. Platz für 2x11 Kilo. Tippitoppi. Ja, das ist auch schön immer im Liner-Bereich, ja, ne? Schön mit Filz verkleidet. Genau, das ist ja immer da. So, hier sitzt man, sieht man oben schon mal den Sitz aus der Sitzbank, ne, den Agouti-Sitz. Genau. Ach, guck mal, hier ist der AdBlue-Einfüllstutzen. Hier haben sie ein Blechchen gemacht, damit es nicht ganz so eingesaut wird. Aber das ist schon scheiße. Da liegt ein Fahrhausteppich. Ja. Er ist dabei, Leute. So, hier könnte man jetzt schön sehen, wenn dieses große Fach nicht... Aber wir gucken uns das von der anderen Seite an. Ja, genau. Und zwar ist das der doppelte Boden, den man komplett von hier bis zur anderen Seite beladen kann. Die Riesentür? Riesentür mit dem Fenster. Die Außenleuchte sitzt da oben. Markise elektrisch, haben wir ja gesagt. Ich muss euch noch was zeigen. Und zwar, wenn ihr hier reinkommt, ihr habt einmal die elektrische Trittstufe hier. Die sitzt hier. Die Außenleuchte sitzt da oben. Mhm. Das finde ich schön gemacht. Wir haben hier Teppich, der ist hier mit so Druckknöpfen fest. Genau, du hast aber hier eine Klappe. Ja, du hast eine Klappe. Da kannst du was reinpacken. Und dann hast du hier nochmal eine Klappe. Also... Da ist schon eine Menge Platz. Ja. Hä? Ich finde das auch gut, dass man sich entscheiden kann, ob ich den Teppich dran mache oder ab oder wie auch immer. Ne? Ja. Und was ich auch schön finde, dass der Eingang so eine, ist wie so eine Landebahn fürs Flugzeug. Ne? Genau. Das ist schon. So, dann haben wir hier die Gitter für unseren Kühlschrank, oben und unten, weil wir ja einen schönen großen Kühlschrank haben. Jetzt schau mal hier, das ist nicht irgendeine Beklebung. Naja, das ist Glas oder Kunststoff. Kunststoff. Das ist schon cool gemacht. Cool gemacht. Ja. Dann gucken wir noch hier rein. Oh ja. Das ist auch wieder so eine coole Geschichte bei der Reisende, Lebojaya. Hier ist nämlich das Kabel und hier ist eine Kabelrolle und ich kann es rausziehen und kann es mir dann da hinziehen, wo ich will. Also ich muss also nicht mein Kabel mitschleppen, ich habe es hier in der Rolle. Ja. Ne? So, hier zwei Batterien, Trennschalter, hier ein riesen Lithium von Superbee und dann, Leute, seid mir nicht böse. Ich kann ja noch mal Licht anmachen, aber seid mir nicht böse. Hier bin ich wieder völlig überfordert. Ne? Also hier ist Elektrik pur. Aber schau mal, der hat einen beheizten Abwassertank. Ja. Hier ist alles beheizt. Ja. Ja. Hier ist wirklich alles beheizt. Der Deckel kommt dann da drauf, wenn das Kabel nicht da durchgeht. Hier ist noch mal ein Deckel, wo man noch mal was einführen kann. Einführen kann? Nein, also, ja. Hallo. Gut gemacht. Ja. So, dann müsst ihr theoretisch hier die Kassetten. Genau. Das ist die Kassettentoilette. Oh. Hinterherschlöber, wie immer. Hinterherschlöber, natürlich. Sehr schön. Hier kann man sogar noch, schau mal. Hier kann man noch genug Platz nehmen, wo man seine Chemie hinstellen kann. Rechts und links. Ja, wir sind, wie gesagt, auf Iveco. Wir haben Zwillingsbereifung. Ja. Hier haben wir noch das Fenster sitzen. Wir haben schöne dunkle, tiefschwarze Rahmenfenster. Ja. Ich kann es auf Französisch nicht aussprechen. Ich kann euch aber sagen, es bedeutet auf Deutsch der Reisende. Was ich einen sehr schönen Namen für ein Wohnmobil finde. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu der kleinen Klappe. Zu der kleinen Klappe. Ich guck mal. Die geht nach oben auf. Oh, die ist aber auch schwer. Und die hat gute Dämpfer. Alter. Oh mein Gott. Was ist das für eine Garage? Ja, 12 Volt. 230. Außendusche. Außendusche. Ein Fach.
Ein Riesenfach. Alter, für Zuösen. Hier oben die alte Heizungsteile. Das ist schon krass, ne? Hier ist fürs Bett. Das Polster für das dritte Bett. Mhm. Das ist schon ganz gut, ne? Was ist das hier? Ich habe Licht ausgemacht. Ah, wir haben den Lichtkreis ausgemacht. Ja. Ah ja, ihr könnt das aber hier sehen. Ihr habt hier über die ganze Länge so einen Ambiente-Lichtstreifen, ne? Die Garage, lass offen. Ich kriege sie auch nicht mehr zu. So, der Hintern ist gigantisch für mich. Ja. Ist immer Geschmackssache. Ich mag diesen Hintern. Er sieht toll aus. Ich finde ihn auch wunderschön. Hängerkupplung ist auch verbaut. Da kann man den kleinen Hänger hintermachen und den Smart draufstellen. Ja, oben haben wir die Rückfahrkamera. Ja. Beziehungsweise, das ist, glaube ich, auch die Kamera für die Spiegel da hinten, denke ich mal. Dann haben wir hier das schöne Zeichen von Le Voyageur. Wir haben die dritte Bremsleuchte. Hier nochmal den Schriftzug. Schöner Hintern, ne? Der gefällt mir auch. Schau mal die Sonnenseite. Willkommen auf der Sonnenseite. Da haben wir aber Glück gehabt, dass das nochmal aufgehört hat zu regnen, ne? Ja, das stimmt. Die sind gut. Also Leute, in dieser Garage geht was rein. Hier ist noch was drunter verbaut, das kann man abschrauben, das mache ich jetzt nicht. Hier ist nochmal ein Fach. Ja, schick. Was haben wir da? Frischwasserbefüllung? Ja, hier haben wir die Befüllung für unseren Frischwassertank. Ja. Hier haben wir den Kamin für unsere Alte. Nee, da ist nichts drunter, da wird schon anders laufen. Das ist in dem Fach. Das ist bestimmt in dem Fach hier drin. Ja, guck mal, ihr habt ein richtiges Versorgungsfach. Hier ist dann auch wieder der super lustige Wasserschlauch, den man rausziehen kann. Aha. Auch diese Wasserschlauchrolle ist hier drin. Dann haben wir hier alte Heizungssystem. Die alte ist hier auch komplett drin. Druckspeicherpumpe ist hier sichtbar. Frostwächter sitzt hier. Ja, optimal. Das ist schon geil in so einem Auto, dass man das alles hier drin verbaut hat, ne? Das ist schon cool. Ja. Aber ich habe jetzt nicht den Knopf gefunden, um das Vielleicht geht es auch elektrisch schon drin, noch irgendwo, wo wir es nicht wissen. Das kann sein. Also der Schlauch ist hier. Ja, ich denke mal, das wird irgendwie anders gelöst. Geht bestimmt an dem Tablet. Ja, das ist auch möglich. So, haben wir nochmal eine Klappe. Ach so, das ist wieder der Boden. Ja? Also hier könnt ihr komplett durchladen bis hinten hin, wenn da die ganzen Sachen da hinten raus wären. Was ist hier? Ein Subwoofer? Hier ist ein Subwoofer verbaut. Hat ja auch Soundanlage. Ja, und hier ist dann eben noch der Sitz, den man reinmachen kann. Und das kann man ja auch alles rausmachen. Hätte auch noch Stauraum ohne Ende. Ne? Ja, wenn man definitiv weiß, dass man niemanden mitnimmt, dann kann man sich das rausbauen. Ja. Das stimmt schon. Noch einfach. Ah, hier sind viele Fächer. Hier ist erstmal unser Dieseltank. Jo. Einmal dort. Oh, nochmal Elektrik. Eia, Busa. Also dein Auto besteht nur aus Elektrik. Hier bin ich wieder völlig raus. Das sind Ladebooster, das weiß ich. Und das kann ich sagen, das Sound gehört zum Soundsystem. Das war von Jennert. Ja. Alle super. Wir wissen nicht, wofür man das braucht, aber ist auch hier wurscht. Ist auch noch Platz. Kann man auch noch Sachen im Backen. Ja. Ja, die Fenster sind mega schwarz, ne? Die sind mega schwarz. Aber ich finde das auch schön, dass das keine Beklebung ist, sondern also das ist schon gut. Da oben sieht man schon die Solarplatten. Ja. Ne? Also hier ist wirklich alles drin, alles dran. Und das ist super. Was mir bei diesem Auto auch auffällt, er hat nicht die typische Le Voyageur oder der Reisende Schnauze. Er hat eine andere Schnauze. Ja. Ja? Er hat eine andere Schnauze, die wirklich gut aussieht. Anders aussieht. Er sieht noch ein bisschen giftiger aus, ne? Ja, das stimmt. LED-Tagverleuchten ist natürlich alles da. Ja, ich finde, und jetzt können wir noch mal von der Seite gucken. Der sieht vorne aus wie ein kleiner Delfin, ne? Delfine haben ja so Bubnasen, ne? Mhm. Und wenn du so guckst, ist das auch ein Delfin. Okay. Der sieht anders aus. Okay. So, Schatzchen, sind wir auch schon rum. Ne? Das ist jetzt hier der Le Voyageur oder der Reisende? Ja, der LVX 8.5 Signature. Signatur. Auf Iveco. Ja. Den Preis müssen wir euch leider einblenden. Ja, den haben wir jetzt noch nicht. Den haben wir noch nicht, richtig? Ja.
aber er ist komplett ausgestattet. Man hat alles da drin. Man hat Lithium da drin, man hat Solar, man hat Alde, man hat wirklich alles in dem Auto. Ja. Und es bleibt für mich ein kleines Träumchen. Ein Träumchen. So, und mit dem Träumchen machen wir jetzt ein Ende hier. Genau, das war's. Tschüss. So, ihr Lieben, das war der Le Beaujailleur. Ich weiß nicht, wie er heißt. Signatur. Ja, ein klein bisschen mein Träumchen. Der war schon toll. Ich fand ihn schon wunderschön. Ja. Ja. Wir mögen ja nicht so die Vollintegrierten, aber dieses Auto hat mir dann schon zugesagt. Ja, also das war schon echt von innen super schön gemacht. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie so ein Luxusteil mal bei euch ankommt, ne? Solltet ihr euch Le Beaujailleur natürlich selber mal ein Bild von machen wollen und euch das selber angucken. Wir sind eine Menge Typen momentan vorrätig. Ja, verschiedene Grundrisse, ja. Verschiedene Modelle. Könnt ihr alles hier finden bei RS Reisemobile in Mülheim an der Ruhr. An der berühmten B1. Ja, das ist die Kölner Straße 155. Mhm. Vorbeikommen lohnt sich mal, wenn ihr euch das selber angucken wollt. Ja. Oder vielleicht mal einen Reisenden, der Reisende, selber besitzen wollt. Oder irgendwelche anderen. Sind da genügend da? Hier gibt ganz viel zu gucken. Hobby, Etrusco, natürlich nicht zu vergessen, Pilot, Le Beaujailleur. Die haben immer schicke gebrauchte Wohnmobile auch hier. Ja. Ganz viel Kastenwagen. Da ein bisschen, aber die Preise sind generell von den Wohnmobilen ja momentan. Ja, ob neu oder alt, alles ist mit dem Preis nach oben gegangen. Ja. Da brauchen wir nicht sprechen. Also echt? Das ist echt krass. Ist so. Können wir nichts daran ändern? Wir sind froh, dass wir da Fahrzeuge kommen. Ja, dass wir auch endlich wieder filmen dürften. Ne? Ja. Wir hatten eine ganz lange Durststrecke, wo einfach die Händler leer gekauft waren und wir gar nicht unserem Hobby nachgehen durften. Und das fanden wir Weil echt wir scheiße. Wir mögen das hier immer so für euch, die Fahrzeuge anzuschauen. Ja, und für uns und dann weitergeben. Ich mache auch wahnsinnig gerne alle Schränke auf und gucke mir alles Neue an. Ja. Finde ich cool. Aber wir werden nur Fahrzeuge machen und wir haben auch nur Fahrzeuge gemacht, die uns gefallen. Ja, ja? Genau. Manchmal kriegen wir ein paar Tipps von euch oder einfach Anfragen, hey, könnt ihr euch den mal angucken, hey, könnt ihr euch den mal angucken. Das versuchen wir auch. Wir haben schon ein paar geschafft abzuarbeiten, aber es ist gar nicht so einfach, die Autos zu finden, die ihr haben wollt. Richtig. Ja. Und das ist ein Hobby. Wir können nicht die ganze Zeit durch die Weltgeschichte reisen. Nee, das funktioniert leider nicht so. Nee, also wir können nicht mal eben, um ein Fahrzeug zu filmen, nach Hamburg zu fahren. Ich will jetzt nach Hause. Otto will nach Hause, der Mann will nach Hause. Mhm. Ja. Also, sollte euch das Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal oder drückt die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kommentiert auch gerne Erfahrungen über dieses Modell, was wir gerade gemacht haben. Oder schreibt einfach irgendwas. Ja, genau. Ihr dürft auch einfach mal Hallo sagen. Obwohl wir auch Probleme haben, die Kommentare momentan zu beantworten. Ja, so nach Kroatien und nach Italien waren halt schon Fluten an Nachrichten, die gekommen sind. Ja. Ja, ansonsten haben wir hier nicht mehr viel zu sagen, außer Ende Gelände. Tschüss.